Die Kroatin Janica Kostelic gewann hochüberlegen den Weltcup-Slalom auf der Lenzer Heide. Am Ende hatte die Weltcup-Leaderin 1,23 Sekunden Vorsprung auf die Finnin Poutiainen. Dritte wurde die für Neuseeland startende Salzburgerin Claudia Riegler. Nach dem sechsten Rang in der gestrigen Abfahrt gewann Kostelic auch die Kombinationswertung. Die Schweizerin Sonja Näh vermochte ihre gute Ausgangslage aus dem ersten Lauf nicht auszunützen und fiel vom dritten Zwischenrang auf den siebten Platz zurück.